Auch wenn beide Teams sich bereits für die Endrunde der UEFA Euro 2008 Rekonstruktion qualifiziert haben, heißt das noch lange nicht, dass wir uns dieses Spiel nicht entgehen lassen werden. Hi, mein Name ist Mr. Wildstyle. Willkommen aus dem Stadio Olimpico in Rom zum Spiel der Qualifikationsgruppe F zwischen Italien und Frankreich. Die beiden Nationen, die in den vergangenen Jahren so zwischen 1998 und sagen wir sogar 94 und 2006 mit die erfolgreichsten Nationen gewesen sind, unter ihnen zwei Welt- und ein Europameistertitel, die diese beiden Nationen sich teilen. Das letzte große Aufeinandertreffen 2006, ja, das WM-Finale in Berlin zwischen diesen beiden Mannschaften. Sie haben sich auch in der Qualifikationsrunde zur UEFA Euro 2008 begegnet. Das Hinspiel konnte Frankreich 3:1 gewinnen, das Rückspiel ging 0:0 aus. In der UEFA Euro 2008 Endrunde ist man gegeneinander angetreten in der Vorrunde. Das Spiel damals im Züricher Letzigrundstadion konnten die Italiener mit 2:0 gewinnen. Die Nation, die hier gewinnt, sollen es die, wenn es die Franzosen sind, sind sie fest Gruppensieger der Staffel F. Italien wird fest Zweiter. Gewinnen die Italiener, haben sie es noch in der Hand, den Gruppensieg in der Staffel 11, in der Staffel F zu erobern. Andiamo, runter nach Rom zum Spiel der Gruppe F, zum Topspiel dieser UEFA Euro 2008 Qualifikation zwischen Italien und Frankreich. Italien gegen Frankreich, so hieß auch damals das Endspiel der UEFA Euro 2000. Die Italiener lange geführt, bis sie dann in der 90. Minute durch Silva Vittore, meine ich, das 1:1 kassiert haben. Und in der Verlängerung das Golden Goal von David Trezeguet, meine ich, war der Torschütze des goldenen Tors. Die UEFA Euro 2004 verlief enttäuschend für die Italiener. 2006, die Geschichte kennen wir ja alle, die Gewinn der Weltmeisterschaft eben im Endspiel gegen Frankreich. Nun trifft man sich wieder. Das hat man jetzt, wenn man die Zeit vorspult, auf das Jahre 2023, hat man das so ein bisschen auf italienischer Seite mit England. Das Tête-à-Tête. Sergio Martinez ist wieder unser Schiedsrichter, der hat auch schon das Spiel in Serravalle gepfiffen beim 5:0 der Portugiesen gegen San Marino. Die Squadra Azzurra in den blauen Trikots von links nach rechts. Luca Toni kriegt hier direkt erst einmal eine freundliche Begrüßung vom Verteidiger Didier Thuram. Und das gibt auch direkt mal einen Freistoß für Italien. Andrea Pirlo vom AC Milan wird diesen Eckball treten in die Mauer. Di Natale macht ihn wieder scharf für Pirlo, der allerdings mit dem Ball verlust. Beide Mannschaften bisher bereits für das UEFA Euro 2008 Replay qualifiziert. 8 Teams sind dabei. Nach diesem Spieltag werden wir vielleicht die ein oder andere Mannschaft mehr in Österreich und der Schweiz zur Europameisterschaft der Alpenrepubliken
im Sommer begrüßen. Wie gesagt, Italien und Frankreich haben durch ihre Erfolge am letzten Spieltag 3:0 gegen die Färöerinseln respektive Bosnien-Herzegowina das Ticket für das Turnier gelöst. Nicolas Anelka, das ist ein guter Ball! Und da ist die Führung für die Equipe Tricolore, das war stark! Die Balleroberung von Anelka, dann der Pass im Strafraum quer rüber zu Franck Ribéry. Kein Abseits. Da unten Christian Zaccardo, meine ich, oder war das Panucci? Der Mann bitte Nummer 2. Nee, das ist Panucci. Der hebt auf mit dem Schritt raus und Ribéry dann keine Chance, obwohl Gigi Buffon da durchaus noch hätte was ausrichten können. Sei es drum. Es steht 1:0 für Frankreich. Wie gesagt, mit einem Sieg wäre die Equipe Tricolore Gruppensieger in der Qualifikationsgruppe F. Beide Mannschaften bisher in diesem Qualifikationsunterfangen noch ohne Niederlage. Das erste Spiel im Stade de France, das wir ja hier auch auf YouTube gesehen haben, das ging 1:1 aus. Währenddessen Führung für Bosnien-Herzegowina in Finnland. Das ist eigentlich nur noch Makulatur in dieser Qualifikationsgruppe. Trotz alledem wollte ich euch diesen Schmankerl nicht vorenthalten. Italiener mit dem frühen Rückstand, wie damals in Berlin. An jenem 9. Juli 2006. Damals war es die 7. Minute und Zinedine Zidane per Elfmeter. Jetzt war es die 8. Ribéry auch damals im WM-Finale dabei gewesen. Sagnol. Blockt Di Natale und das geht Angriff für Frankreich. Es war schwach von Gallas. Die Italiener jetzt mit der Chance über Simone Perrotta, das Ganze schnell zu machen. De Rossi. Lilian Thuram. Einer der noch Verbliebenen aus der Weltmeistermannschaft von 1998. Thierry ist ein weiterer Spieler davon. Finnland gleicht aus gegen Bosnien. Währenddessen hier nach 20 Minuten immer noch die Führung bestehend für die Equipe Tricolore. Die Italiener bisher noch nicht gefährlich vors Tor gekommen von Grégory Coupé. Währenddessen jetzt Thierry Henry mit Platz. Mit der Fuß raus. De Rossi mit dem Ball Verlust. Henri, ja, scheitert dann am italienischen Abwehrbollwerk, der relativ früh geknackt wurde. In unserem WM-Replay brauche ich nicht über das Abschneiden der Top 4 der WM 2006 zu sprechen. Nur Frankreich kam damals ins Achtelfinale und ich meine, selbst da war sogar Endstation gegen Spanien.
wenn ich mich nicht komplett verhaue. Ballannahme von Ori, aber dann ist Gianluigi Buffon zur Stelle. Italiener, die in unseren Replays einmal richtig erfolgreich gewesen sind. Das war unser WM 2002 Replay, wo man im Finale gegen Belgien Weltmeister war. Drassi. Der Ball zu Simone Perrotta. Der nicht zum Abschluss kommt. Ja, die Italiener noch ohne Abschluss. In diesen bisher gut 35 Minuten. Bisschen sehr zu kurz für Andrea Pirlo. Es ist Luca Toni. Der dann wieder zurücklegt. Und dann rechts mal Gattuso. Ja, der ist gut! Und der Schuss von Luca Toni. Ne, von Simone Perrotta ist es gewesen. Der Abschluss der neuen Zuverlässigen aus dem Turnier in Deutschland. Zumindest die erste Offensivaktion für die Squadra Azzurra. Die daraus resultierende Ecke faustet Coupé raus. Die Flanke von Toni. Berbeck die nächste Standardsituation. Diesmal von der anderen Seite. Pirlo. Gattuso kommt dann nicht zum Kopfball hin. Thierry Henry, oh, das ist womöglich letzter Mann. Womöglich letzter Mann. Es ist der letzte Mann. Marco Materazzi gegen Thierry Henry. Er wäre weg gewesen. Italien nur noch zu zehnt. Marco Materazzi, der Mann, der die rote Karte damals provoziert hat gegen Zinedine Zidane in Berlin. Nun schmeckt er seine eigene Medizin mal hier in Rom. Gut, man mag meinen, man mag sagen, das Spiel ist unwichtig geworden für beide Parteien. Es geht ja eigentlich nur noch darum, um Bragging Rights. Auch wenn die Italiener das sicherlich gerne den Franzosen überlassen, hat man ja eben die Weltmeisterschaft einige Monate zuvor für sich entschieden. De Rossi, Di Natale. Eine Bewegung. Und dann ist der Abschluss nicht stark genug gegen Gregory Coupé. Eine Minute Nachspielzeit gibt's und eine weitere Meldung aus Finnland. Bosnien ist wieder in Führung gegangen mit 2:1. Und als Fazit in den ersten 45 Minuten hier zwischen diesen beiden großen Fußballnationen, nicht nur in Europa, sondern auch in der Welt. Es ist ein dürftiger Nachmittag, ein schöner, aber ein dürftiger Nachmittag für die Squadra Azzurra. Ein schöner Nachmittag für Fußball. Hier vor Ort verkauftem Haus, im Stadion, wo auch die deutsche Mannschaft sehr gute Erinnerungen hat.
An das Stadio Olimpico in Rom wurde man hier auch 1990 gegen Argentinien Weltmeister. Der frühe Rückstand, wo man einmal in der Defensive kurz gepennt hat. Dann ein weiterer Aussetzer von Marco Materazzi, der in einem Platzverweis resultierte. Also schön ist was anderes. Und die erste Chance der Italiener war auch erst... Oh, Achtung, Achtung! Dann faustet der Coupé dem Stürmer den Ball ins Gesicht und dann wird er nochmal extremst gefährlich. Eckball wird kurz ausgeführt. Pirlo im Zusammenspiel mit seinem Mannschaftskameraden Gattuso, der spielt den kurz. Achtung, Attenzione! Und da ist der Ausgleich für Italien. Simone Perotta. 1-1. Il pareggio di Simone Perotta. Und Italien gleicht hier quasi mit dem Halbzeitpfiff in Unterzahl aus. Ausgangspunkt dieser Ecke. Gregory Coupé, der den Ball wegfausten will, den nicht richtig trifft. Und den Ball in Richtung des Stürmers. War sogar Perotta, den er da den Ball ins Gesicht gepritscht hat. Dann daraus diese resultierende Ecke. Gattuso mit dem flachen Ball zu Simone Perotta in seinem Stadion. Der Römer mit den 1:1. Das ist erst das zweite Gegentor für die Franzosen in dieser Europameisterschaftsqualifikation. Also, wer noch das UEFA Euro 2000 Replay in Erinnerung hat und die Performance der Franzosen in der Qualifikation, wo man übrigens auch mit Italien in einer Gruppe gewesen ist, zumindest in unserem Unterfangen, der weiß, dass das nicht so eng ausgegangen ist. Ja, es ist ein... würde ich sagen, ein leistungsgerechtes Unentschieden, wenn man so das Spiel beobachtet hat in den ersten 45 Minuten. Und die Statistik sagt genau das. Italien mit mehr Ballbesitz, mit einem Mann weniger. Ribéry mit der ganz frühen Führung. Materazzi mit der roten Karte und dann der Ausgleich durch Simone Perotta. Also es werden, da sehen wir es nochmal, die Situation vor dem Eckball. Pirlo und Perotta waren das, oder war das? Nee, Perotta und Toni. Dann wird Luca Toni angeköpft, der versucht den Ball ins Tor zu boxieren. Coupé war da noch dran. Und letzten Endes sehen wir hier den Ausgleich durch Simone Perotta. Und den Halbzeitstand von 1:1 zwischen Italien und Frankreich hier in Rom. Gewechselt wird, das werden wir gleich sehen, wer rauf gekommen ist, für wen auch. Gleich festmachen, ob es auf der italienischen Seite ist oder auf der französischen. Ich würde eher sagen, das ist die italienische Seite. Daraus die zweiter Ball. Luca Toni für ihn ein bisschen zu hoch. Gattuso über rechts. Es gibt Einwurf für den viermaligen Weltmeister. Toni wollte Volley probieren. Ribéry gegen De Rossi. Und raus.
Ist der Einwurf für die Franzosen, ausgeführt von Eric Abidal. Einer der Elfmeterschützen damals beim WM-Finale 2006. Damals wurde David Trezeguet verschossen. Im Elfmeterschießen. Luca Pirlo mit dem Fuß. Dazwischen der Maestro. Tom. Läuft auf Claude Makelele auf. Genau da, das hat man gerochen. Ja, auf der italienischen Seite wurde gewechselt, um die Lücke von Materazzi zu schließen. Ball! Der Ball ist auf den Pfosten, an den Pfosten. Und Franck Ribéry bringt die Franzosen wieder hier in Führung. Es ist Massimo Oddo eingewechselt worden, der Ribéry den Weltmeisterkapitän Fabio Cannavaro ganz alt aussehen lässt. Haben wir kurz weggeschoben. Ein guter Schuss von Ribéry, den Buffon, den hätte er erst nicht parieren können. Auch der zweite von der Juve-Keeper nix ausrichten. Und rechts seht ihr das Zwischenergebnis aus Finnland. Es steht dort mittlerweile 3:1 zwischen den Finnen und Bosnien-Herzegowina. Auf französischer Seite wurde getauscht. Sidney Govou jetzt drauf. Möglicherweise für Nicolas Anelka. Der Wechsel für Thierry Henry möglicherweise vollzogen worden. Sieht man wohl auf der rechten Seite. Für die französischen Fans lauter hier im Stadio Olimpico, wo auch das Champions League Finale 2009 stattfinden wird. Völlig versäbelt dieser Ball. Missverständnis da mit Perotta und Luca Toni. Der Ball auch ein scharfer Ball gespielt zu Luca Toni. Simone Perotta kann es aus der Distanz probieren. In den Strafraum. In den Strafraum eingelaufen. Allerdings kein Problem für Grégory Coupé.
Das ist ein Einwurf für Italien. Gespielt von Fabio Cannavaro und in letzter Instanz Gianluigi Buffon. Ja, die haben wohl Lust auf Fußball in Helsinki. Finnland gibt sich noch nicht geschlagen. Italien. Der verpufft. 10 Minuten sind es noch. Hier in der zweiten Halbzeit bisher nicht wirklich Gregory Coupé testen können. André ist auch noch auf dem Platz. Ich würde gerne mal wissen, für wen Gouvou kam. Oder wer runtergegangen ist für Sidney Gouvou. Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Ein Versuch einer Annäherung auf das Tor von Coupé. Erst Perotta, dann Di Natale. Die Zeit bleibt Italien nicht mehr. Und hier den Franzosen zumindest noch einen Punkt zu klauen und den anderen einfach in den Müll zu schmeißen. 90. Minute läuft. Da ist der Ballverlust von Malouda. Pirlo probiert aus der Distanz. Abidal blockt. Eine Minute gibt's obendrauf. In der zweiten Hälfte ist nicht viel passiert, außer das Tor von Ribéry. Aus der 58. Minute. Ball ist weg. Probier noch mal, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Ball kriegen sie nicht festgemacht. Es gibt noch mal Einwurf für Italien. Der muss jetzt eigentlich weit nach vorne. Aber dann hat der Schiedsrichter auch genug gesehen. Frankreich gewinnt nicht nur das Spiel in Rom gegen Italien mit 2:1, sondern auch die Qualifikationsgruppe F werden sie auf dem ersten Tabellenplatz beenden. Das mag einigen gar nicht schmecken. Gut, die Qualifikation hat man vorher sicher gemacht, also ist das alles halb so wild für beide Teams. Sie können sich dann ganz gemächlich in den letzten Spieltag reingehen. Hier sehen wir nochmal die Statistiken. Wir gucken, Panucci ist gegangen für Massimo Otto und Patrick Vieira hat sich auf die Bank gesetzt für Sidney Gouvou. Das war's hier aus dem Stadio Olimpico in Rom. Und blicken auf den 13. Qualifikationsspieltag. Die Niederlande macht einen ganz großen Schritt in Richtung UEFA Euro 2008 Qualifikation. Es fehlt nicht mehr viel. Nur ein Unentschieden reicht in Russland nach dem 3:0 Sieg gegen Wales. Die Nordiren mit einem 2:0 Erfolg gegen Belgien können sich sogar an den Walisern vorbeisetzen. Also von Platz 2 auf 4, beziehungsweise von Platz 3 auf 4 nochmal runter und die Qualifikation endgültig verspielt. Für die Waliser. Also wird es nichts mit Ryan Giggs bei einem großen Turnier mit seiner Nation. Spanien gewinnt 4:0 gegen Liechtenstein. Die Russen trennen sich 0:0 von Luxemburg. Einmal in die Gruppe B geschaut. Da soweit alles ganz
angenehm, ganz normal, wie immer eigentlich. Ungarn trennt sich gegen Israel, von Israel 0-0. Schweden mit einem Kantersieg, mit einem 5-0 gegen Aserbaidschan. Und die DFB-Auswahl mit einem Kantersieg gegen Mazedonien. Gewinnen sie mit 4-0. In der Gruppe C hat sich ein Wahnsinns-Turnaround gegeben. Bulgarien ist nicht qualifiziert für die UEFA Euro 2008. Sie haben auch nicht mehr die Chance, auf den ersten beiden Plätzen zu landen, nach der Niederlage in Weißrussland. Die Türkei gewinnt mit 1-0 in Estland und ist neuer Tabellenführer in der Gruppe C. Warum? Weil Griechenland und Lettland sich gegenseitig die Punkte stehlen. Ebenfalls nicht qualifiziert sind die Polen. Sie verlieren nämlich gegen Dänemark mit 0-1. Und somit ist Dänemark neuer Tabellenzweiter. Also die Dänen mit der Chance, mit einem Sieg gegen Slowenien die Teilnahme an der UEFA Euro 2008 dingfest zu machen. England nach zwei Niederlagen in Folge mit einem 7-0 Kantersieg gegen Andorra. Slowenien gewinnt mit 2-1 gegen Moldawien. Ab in die Gruppe E und Portugal. Sie trennen sich von Zypern 0-0. Sie kommen nicht über ein 0-0 hinaus. Rumänien gewinnt mit 3-1 gegen Litauen. Und Schottland gewinnt nicht nur mit 5-0 gegen San Marino, ihr letztes Qualifikationsspiel, sondern sind auch dabei bei der UEFA Euro 2008. Also die Fairy Tale Story nach unserem WM 98 Replay, wo Schottland Vize-Weltmeister wurde. Nach der UEFA Euro 2000, wo man das Endspiel gegen Belgien im Golden Goal verlor, in unserer Rekonstruktion. Third time's the charm. Die Schotten sind mit dabei bei der UEFA Euro 2008. Und Rumänien und Portugal spielen ein All-or-Nothing-Spiel. Für die Rumänen reicht ein Unentschieden. Portugal muss gewinnen. Entschuldigung. Die Gruppe F. Slowakei und die Färinger trennen sich 0-0. Bosnien-Herzegowina gewinnt in Finnland mit 3-2. Frankreich gewinnt in Italien mit 2-1. Das haben wir alles gesehen. Und die Gruppe G. Oh Gott, die Gruppe G. Alles so wie gehabt. Alle Spiele gehen unentschieden aus. Island torlos von den Tschechen. Ein hitziges Spiel zwischen Serbien und Kroatien endet 1-1. Und ebenfalls 1-1 endet die Begegnung zwischen Irland und Malta. Der letzte Spieltag. Wir haben in zwei Gruppen noch keine Entscheidung. Wir haben eine Entscheidung, die so gut wie steht. Wir haben ein Fernduell in der Gruppe D. Und wir haben ein All-or-Nothing-Spiel, das wir uns anschauen werden. Wir haben das erste Spiel zwischen Rumänien und Portugal in Bukarest schon gesehen. Das haben die Portugiesen knapp mit 1-0 gewonnen. Jetzt müssen sie es gewinnen. Ein Sieg und man ist dabei. Win and you're in. Das ist quasi das, was die Portugiesen erwartet gegen Rumänien und es ist ein Heimspiel. Wir sehen uns in Portugal zum Spiel in der Gruppe E, zur Entscheidung, wer sich für die UEFA Euro 2008 qualifiziert. Es sind noch 7 Tickets zu vergeben am letzten Spieltag der UEFA Euro 2008 Qualifikation. Mein Name ist Mr. Mahlzeit. Ich sag tschüss. See you around like a donut und bis zum nächsten Mal. Thank you.